So, nochmal probieren. Jetzt, das ist das nächste Video über meine Reihe von meinem Buch. Ich schreibe eben ein Buch. Und jetzt sind wir im zweiten Kapitel, Thema Begriff. Und zwar tun ich Wörter definieren auf eine andere Art. Ja. Wo abweicht von der Definition von Duden oder von Fachbüchern oder sonst irgendwelche Lexikas. Das Problem ist, dass da was ich meine, da gibt es nicht bis jetzt ein Wort dafür. Und darum habe ich müssen ein Wort, das es gibt, umdefinieren. Ich hätte auch neue Wörter erfinden, aber ich denke, da wäre sehr unnatürlich geworden. Sie sind schon sehr angelehnt an die normale Definition, die ich brauche. Aber ich würde es einfach klar machen. Ich will die Wörter klar definieren, dass man daraus kommt. Und wenn ich im Rest des Buchs dann die Wörter benutze, meine ich immer die, die ich dort definiert habe und nicht die von Duden oder sonst. Ich mache da, dass es einfach ein bisschen schneller geht, dass ich nicht immer alles umschreibe und dass auch klar ist, was ich meine. Ich meine dann nicht irgendetwas anderes, sondern das, was ich dort mal definiert habe, nichts anderes. Das Vorgehen ist irgendwie ist meinem Werdegang ein bisschen geschuldet. Ich studiere ja an der Universität, macht man das so. Jedenfalls an naturwissenschaftlich, technisch, mathematische Universitäten oder Fakultäten definiert man Begriff und nachher meint man nachher nur noch die Definition. Da ist dort Gang und Gäbe, da macht man so. Da hat eben Vorteil, dass man klar weiß, von wem man redet und nicht irgendetwas Schwammiges hat dahinter. Die Definitionen sind bei diesen Fächern immer sehr mathematisch, klar. Das sind es bei mir nicht ganz, aber ich probiere es auch ziemlich klar zu machen. Wenn man Wörter klar definiert, dann nützt da etwas. Und zwar verhindert es Streitgespräche. Oder verhindert es, minimiert es. Man hat dann sehr wenig. Da ist mir aufgefallen. Jetzt, seit ich an der ETH studiere, habe ich noch kein Streitgespräch gehabt. Und wenn dann eine, dann ist man halt unsachlich gewesen. Es gibt. Ich habe noch kein sachliches Streitgespräch erlebt. Das ist immer ein Partner ist unsachlich. Und bei uns ist man grundsätzlich sachlich und da macht es irgendwie schön, klar. Das einzige Mal, wenn es Streitgespräche gibt bei uns, ist, wenn man über etwas redet, wo man nicht rauskommt, wo man nicht weiss. Über die Zukunft, über Auswirkungen von gewissen Forschungen, von woher das wird gehen. In der Zukunft halt und auch warum macht man etwas nicht und man weiß es gar nicht so genau, aber redet trotzdem darüber, dann kann es durch Streitgespräche geben. Ja, die sind halt wieder unsachlich, weil man weiß nicht, von wem man redet. Man hat halt Einschätzungen und die sind nicht präzise, das ist einfach irgendetwas, was man sagt. Und was ich auch gemerkt habe, was es nicht gibt, sind Kreisdiskussionen. Das ist ein Wort, das gibt es nicht, das habe ich mal erfunden. Und zwar aus einer Begebenheit heraus, die kann ich da gerade erzählen. Ich bin, ja, ich weiß nicht wie viel, ja, 5 Jahre oder so ist es her. Ich bin in eine Jugendgruppe gegangen, also lange jetzt noch, aber da bin ich dir gegangen, das ist so eine christliche Gemeinschaft von jungen Leuten, die zusammen etwas unternimmt. Wir sind so etwa 20 gewesen. Und die Leiter, also die Organisatoren von diesen Anlässen, die haben gefunden, wir schauen mal einen Film. Und dann der Film, der ist anscheinend irgendwie zu brutal gewesen, oder? Ja, brutal nicht, aber zu krass für die einen. Jedenfalls sind
meiner Meinung nach zwei Personen während dem Film aufgestanden und heimgegangen. Und dann hat dann nach dem Film hat's für Diskussionen gesorgt. Und dann hat man halt diskutiert, ob das gut war oder nicht. Vor allem die Leiter haben miteinander geredet. Und ich habe da eine Weile lang zugelassen. Ich habe gefunden, sie kommen ein bisschen zu nichts. Sie reden ein bisschen im Kreis. Sie wiederholen sich. Und es führt so zu nichts, was sie sagen. Und dann. Ich bin noch ein bisschen jünger gewesen, noch ein bisschen Stresskopf. Und das ist wirklich genervt damit. Ich habe es ein bisschen aufgezogen mit den Sprüchen, die sich wiederholen. Sie haben es aber nicht realisiert. Und dann ist es irgendwann blöd geworden mit mir und Kollegen. Und dann sind sie rausgegangen und haben live weitergeredet. Beim Rauslaufen hat einer von den Leitern gesagt, aber die Frage ist, ob wir es verantworten können, so einen Film zu schauen in dieser Gruppe. Ja, und da ist sie eigentlich gegangen bei dieser Diskussion, vor allem bei den Leitern. Nicht, ob der Film gut oder schlecht ist, sondern einfach, ob man das verantworten kann. Dann sind die weg gewesen, über eine Stunde, das weiss ich noch, und sind dann zurückgekommen. Und was sie zurückgekommen sind, habe ich ihren Lachen am Führer. Das haben sie nicht realisiert, ich habe es noch nicht gesagt. Aber sie sind dann reingekommen. Und die genau gleiche Person, die da beim Rauslaufen gesagt hat, mit dem Verantworten, ist reingekommen und hat den genau gleichen Spruch nochmal gesagt. Ja, aber die Frage ist, ob wir da verantworten können, so einen Film zu schauen, in die IG. Und ich habe so gedacht, ja, ihr seid auch weit gekommen in dieser Zeit. Ja. Aus dem Haus habe ich mir ein bisschen überlegt, was das ist, was für Gespräche das war. Und habe dann probiert, ein bisschen kategorisieren, was für Gespräche das gibt. Jedenfalls habe ich diese Art von Gespräch als Kreisdiskussion angeschaut. Ich habe gefunden, das bringt nichts, die reden nur im Kreis. Ich habe mir ein bisschen überlegt. Ja, es gibt halt verschiedene Kreisdiskussionen. Sie führen eigentlich nie zu etwas. Es gibt positive, neutrale und negative Kreisdiskussionen. Und gemeinsam haben sie, dass man nicht ans Ziel kommt. Man redet über etwas, aber das Thema, wo man darüber redet, ist gar nicht der Grund, warum man redet. Also, ja, der Grund schon. Aber es steckt eigentlich noch mehr dahinter. Und zwar geht es eigentlich immer um das Gemeinschaftsgefühl, das man hat, wo man damit verbessert oder verschlechtert. Zum Beispiel beim negativen Kreisdiskussion, das ist Lästern. Lästern ist ein schönes Beispiel. Da nützt nichts, nehmt ihm etwas. Man geht mit einem Kollegen zusammen und redet über andere Personen schlecht. Da baut einem selber auf, es fördert die Gemeinschaft zwischen dem, es verbindet die Person, die man damit lästert und stärkt so die Gemeinschaft. Ist aber irgendwie, es nützt jetzt nichts, es verändert nichts an der Situation. Es ist auch nicht lösungsorientiert, man fragt nicht andere, wie würdest du jetzt das lösen, wie sollen wir mit dem Chef umgehen, dass er nicht mehr so blöd ist. Nein, man sagt einfach, er ist blöd. Und wiederholt auch mit Beispielen und Sachen. Ja, da kann man auch sehr lange, ohne vorwärts zu kommen, sich da wiederholen. Das ist eine negative Kreisdiskussion. Dann gibt es noch die positive. Das ist, wenn man Bestätigung zum Beispiel sucht. Man geht auch wieder zu einem Kollegen und fragt, vielleicht ist man vorher irgendwie zurechtgewiesen worden für etwas oder eine Kritik bekommen, dass irgendetwas nicht so gut ist. Irgendwie, etwas sieht nicht gut aus, etwas hat man nicht schön gemacht, man will etwas anders machen. Dann geht man zum Kollegen und so holt Bestätigung und fragt, ja, aber gell, da ist schon schön, oder so, wie auch immer. Ich
kenne mich da nicht so aus. Jedenfalls geht man zu anderen und holt Bestätigung. Das habe ich schon mehrmals erlebt, das macht man. Und dann gibt die andere Person, wenn die das auch bestätigen, gibt es eine positive Kreisdiskussion. Man sagt und wiederholt sich und sagt, was das gut ist und warum das gut ist und warum vielleicht die andere Meinung schlechter ist. Und so. Ja. Positive Kreisdiskussion, genau das Gleiche. Man verbindet sich mit dem Gesprächspartner, holt ein Gemeinschaftsgefühl führen, da gibt es eine positive Bestätigung, da gibt es beim Lästern nicht. Und wird nachher besser so und stärker daraus. Dann gibt es noch die neutralen Kreisdiskussionen, da war mein Beispiel von vorher eins, damit mit dem Film man das verantworten kann. Es geht nicht um etwas Positives, Negatives, es geht einfach nur um eine Sache. Aber es fehlt an Leitung, an Präzision, an Ausdruckskraft. Man schwebt so im Raum und kommt nicht vorwärts. Es fördert auch die Gemeinschaft, wenn man mal eine zweistündige Diskussion, so eine digitale Kreisdiskussion, und ich bemerkt hat, dass man in einer Kreisdiskussion ist, ist man auch irgendwie, ja, man hat etwas gemacht, man hat etwas Wichtiges diskutiert, wenn man es jetzt nicht hätte können lösen, ja, macht auch, baut einem auf, lässt einem ein bisschen wichtig fühlen, nützt aber auch nichts. Was alle gemeinsam haben, ist, dass es nichts klärt. Es nützt nichts. Die Positiv, die klärt so etwas, aber sie holt einfach Bestätigung. Sie wirkt nicht die Negativ gegen das Positiv ab. Man holt einfach Bestätigung. Und die anderen klären gar nichts. Ja, die Negativ auch, holt auch nur Bestätigung. Aber, ja. Es nützt nichts, es ist nicht produktiv. Und ja, mich hat das gestresst. Ich habe das schon ein paar Mal mit dir erlebt und ich denke so, hey, die Themen, die ihr darüber redet, wären wichtig. Wieso hat man jetzt da so eine dumme Kommunikationsart, die das einfach kaputt macht? Und wie man einfach über etwas redet und dann redet man über etwas Wichtiges, irgendwie etwas über den Staat, wegen der Steuern oder etwas über die Schule, wie schlecht die organisiert ist oder etwas Musik, wie gut die ist oder irgendetwas. Und dann driftet man ab und macht noch nichts Produktives daraus. Beim Schlechten rutscht man ab ins Lästern und wiederholt einfach schlechte Sachen. Und beim Guten schweift man dann auch ab und kommt die Lobhudeleien für Zeug, die nicht relevant ist. Ja. Mir ist aber aufgefallen, in Unis, an der ETH habe ich das nie erlebt, das gibt es nicht dort. Du gehst nicht reden, da ist so gut, da ist so gut. Also es gibt so Leute, die machen das immer noch. Mit denen. Aber ich sage mal, in meinem Grüppli, wo wir sind, dort hat es das nicht. Da trittst du irgendwie über einen Film, der cool ist. Und dann sagst du, warum er cool ist. Sagst du irgendwie, ja, die Schauspieler, die Story, die Sache ist nicht so gut, Humor ist gut und bla. Fertig. Ist ziemlich schnell fertig alles. Ist eigentlich jede Diskussion, ist ziemlich schnell fertig. Also, wenn einer nicht so produktiv kann reden, aber es gibt nie eine Kreisdiskussion. Wir realisieren das relativ schnell und wir können den Finger auf den Wundpunkt legen und sagen, da ist uns ein Unterschied und ich habe das Gefühl, es ist so, du hast das Gefühl, so, fertig. Ja, oder wir können den anderen überzeugen, dass er falsch liegt. Ja. Wenn ich das Gefühl hatte, was der Grund ist, dass so die Kreisdiskussionen können entstehen können, ist Unklarheit. Also man versteht unter dem gleichen Wort verschiedene Sachen. Zum Beispiel unter Verantwortung. Die einen sehen dort drin mehr Sachen und die anderen weniger. Man redet aber, erklärt aber nicht das Wort Verantwortung, sondern man redet mit dem Wort Verantwortung und benutzt das Wort, obwohl die Leute verschiedene Sachen darunter verstehen. Man klärt zum Beispiel jetzt bei dem Filmbeispiel auch nicht, was die Eindrücke sind von den Leuten, die den Film geschaut haben. Man ist nur auf die eigenen Eindrücke gegangen und die haben sich dort wiederholt. Ich habe die erste Viertelstunde zugelassen. Und die haben einfach ihre eigenen Eindrücke wiederholt und gesagt, ja, der Film ist gut, aber sie findet den Film nicht so gut, aber sie,
das ist nicht so relevant und es nützt jetzt auch nichts. Sie hätten sollen Meinung einholen von den Zuschauern, die da auch geschaut haben. Und vor allem von denen, die gegangen sind. Der Rest nützt gar nicht. Man kann sagen, wer kümmert sich um das? Was soll man? Sollen wir jetzt entschuldigen? Sollen wir einfach das Gespräch suchen? So. Man könnte das Ganze in 10 Minuten abhandeln. Also Unklarheit, man weiß gar nicht so, über was man genau redet und was die Wörter heissen. Man ist sich nicht bewusst, dass man es nicht weiß, weil es sind so gebräuchliche Wörter, man weiß, was es bedeutet, aber eigentlich weiß man es nicht. Und man merkt es in so Kreisdiskussionen, aha, ihr redet über das gleiche Wort, aber ihr wisst selber nicht, was ihr meint mit dem Wort. Denn etwas anderes, was auch viel zu Kreisdiskussionen führt, ist Halbwissen. Wenn man das Gefühl hat, man wisse etwas, aber man weiß es gar nicht. Wenn man irgendwie sagt, ja, Rauchen ist schädlich, wegen ist schädlich. Und dann diskutiert man mit dem und dann geratet man an einen, der eine Studie gelesen hat. Ernsthaft, da gibt es ja fast nicht, aber soll es geben, wo gelesen hat, dass das nicht so schädlich ist, wenn man nicht zu viel raucht oder so. Da gibt es eine Kreisdiskussion, eigentlich vorprogrammiert, außer der mit dem Halbwissen gibt zu, dass er nur Halbwissen hat. Und und das führt zu nichts. Also Rauch, ja. Also ich würde nicht sagen, dass Rauchen nicht schädlich ist, dass wenig Zigaretten noch okay sind oder so, nein. Aber wenn jemand deiner Meinung kann widersprechen und das ein bisschen begründen kann und du deine Meinung nicht kannst begründen, dann ist das Potenzial gross, dass man sich im Kreis dreht nachher. Also Halbwissen ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt für Kreisdiskussionen. Es killt Produktivität, Klarheit. Man kommt nicht vorwärts. Ich habe viel mit Christen zu. Ich bin selber auch einer. Und dort ist ganz schlimm Gott. Also dort da ist so, dort ist alles voll mit Halbwissen und Unklarheit. Das ist dort das grösste Problem, das es gibt. Darum gibt es auch elendige Diskussionen, weil niemand weiß, was er meint unter Gott. Er sagt so, doch, ich weiß genau, wen ich meine unter Gott. Er ist, und dann kann er Eigenschaften aufzählen, aber konkret weiß er es nicht. Oder begründen, sein Bild kennt es nicht. Und dann haben sie alle ein bisschen verschiedene Ansichten, was Gott ist, wie Gott ist. Die genaue Gestalt von Gott ist bei jedem wieder anders. Zum Beispiel haben die einen das Gefühl, Gesetze, Naturgesetze sind Gott. Die anderen würden sagen, Gott hat die Gesetze gemacht. Und ja, so verschiedene Sachen, oder auch über die Bibel, wie ein Wort die ist. Die ist absolut wahr, die ist Wort für Wort wahr. Die muss interpretiert werden, die muss... Das ist sehr schwammig, da hat nicht mal eine klare Definition und es gibt elendige Diskussionen, weil man nicht weiß, was man meint. Niemand weiß, wie genau er die Bibel nehmen soll. Oder hat sich da überlegt. Man könnte sich das schon überlegen. Aber das macht niemand. Und etwas anderes, was auch zu Kreisdiskussionen führt, ist fehlende Präzision. Wenn einer fehlt in der Diskussion, wo man merkt, da ist der Fehler, da ist das Problem, da können wir nicht vorwärts, da sind wir nicht gleicher Meinung. Ja. Wenn man viel mit einer Unklarheit und Halbwissen und so sich ein bisschen beschäftigt hat, dann kommt das mit der Präzision automatisch. Man lernt zu sehen, wo die Unterschiede sind. Was sind die anders, was sind die gleich? Und kann genau darauf zeigen. Wenn Leute so die drei Sachen geklärt haben, Unklarheit, Halbwissen und Präzision, wenn da alles gut ist, das sind die produktivsten Gespräche, die du haben kannst. Da geht 5 Minuten, 10 Minuten, einer von beiden gibt zu, dass er falsch liegt oder dass er das Zeug nicht weiss und korrigiert seine Meinung. Fertig. Wenn da fehlt, dann nicht. Was hat alles mit Definitionen von Wörtern zu tun? Ja, viel.
viel. Wenn man Wörter klar definiert, da gibt es ein Fundament für Klarheit. Also es gibt Klarheit, man weiß, was man meint mit dem Wort. Es gibt keine Diskussion darüber. Ich finde, man kann es auch so sehen oder so. Nein, ich habe es definiert, so ist es. Wenn du etwas anderes darunter verstehst, dann hat das nichts mit meinem Wort zu tun. Wenn ich das Wort benutze, meine ich das, was ich gesagt habe. Total klar. Und auf dem oben, auf diesen Definitionen, kann man dann aufbauen, kann man Sachen sich erarbeiten, sich erschliessen und Schritt für Schritt weiterkommen. Das ist der normal mathematische Ansatz. Man definiert etwas und dann baut man auf diesen Definitionen Sachen auf. Zum Beispiel definiert man, was eine Zahl ist, man definiert, was Plusrechnung ist und dann beweist man Sachen. Man zeigt, dass es unendlich Zahlen gibt. Man zeigt, dass es unendlich Primzahlen gibt. Das sind nicht Definitionen, dass es unendlich Primzahlen gibt. Das sind von den Definitionen, was eine Zahl ist, was multiplizieren ist, was dividieren ist. Aus dem heraus erschließt sich, dass es unendlich Primzahlen gibt. Fertig. Also das muss man jetzt nicht verstehen, aber das sind einfach das Vorgehen, Definition, nachher baut man Sachen darauf auf, wo stimmt. Die sind präzise, man weiß, was man meint und sie stimmen. Und das will ich erreichen, indem ich ein paar Wörter definiere und klar mache, was die heissen. Ich werde mir Zeit lassen und werde ein Wort nach dem anderen halt definieren und mit Beispiel zeigen, was ich damit meine. Weil ich weiß schon, dass für Leute, die nicht in Mathe so bewandert sind, das etwas sehr Abstraktes ist, Neues, dass man sich so kann, ja, die Wörter so anders kann anschauen kann. Ich hoffe aber, ihr seid fähig, um das Experiment auch zu machen und ja, die Definitionen wahrnehmen, aufnehmen und auch darüber nachdenken. Meine Definitionen sind nicht absolut richtig oder irgend so etwas. Das ist einfach eine Definition. Es kann auch jemand anders definieren. Er muss mir nur sagen, dass er diese Definition hat, dann kann ich mit ihm reden. Wenn er die Definition nicht hat, dann können wir auch nicht reden. Und solange wir jetzt in meinem Buch sind, bei meinen YouTube-Videos über das Buch, gelten meine Definitionen. Wenn ein Wort nicht definiert worden ist, dann ist es so ein bisschen allgemein gebräuchlich. Ich hoffe aber, dass ich dort nicht Unklarheit hinbringe, sondern bei den entscheidenden Wörtern, dass ich die definiert habe, dass man weiß, was man darunter versteht. Ja. Das war die Einleitung für Sachen, Definitionen, Begriffe. Und die nächsten Videos werden einzelne Begriffe zu definieren, zu erklären, warum ich das so definiere. Ja. Ja, ich hoffe, das ist irgendwie spannend für euch, dem zuzuhören. Und ja, und wir freuen uns um positive Resonanz, dass, ja, dass Leute können von dem profitieren, von dem Buch. Bis zum nächsten Video.